Ich kann mich im Wesentlichen, und das ist vielleicht etwas ungewöhnlich, den Worten des Kollegen Schünemann anschließen. Bis auf die Passage, wo er das Polizeigesetz gelobt hat, war das eigentlich alles richtig und zutreffend. Das Grundgesetz ist eine große Errungenschaft im Nachgang zur Katastrophe des Dritten Reiches und ist eine freiheitliche Verfassung par excellence. Und für diese freiheitliche Verfassung gilt es natürlich zu kämpfen. Klar ist auch, dass das, was für uns vielleicht die wir oder die meine Generation auf jeden Fall mit dem Grundgesetz ja unmittelbar auch groß geworden ist, dass das manchmal als selbstverständlich hingenommen wird, dass das alles so ist. Aber ich denke, dass man auch mit Blick auf die außerdeutschen Entwicklungen in den europäischen Nachbarländern, aber auch in den Vereinigten Staaten eben schon klar machen oder sieht, erkennen kann, und Tendenzen gibt es eben auch innerhalb Deutschlands, dass eben das, was als demokratische Selbstverständlichkeit gilt, oder ich so verstanden habe, eben bei weitem nicht überall so gesehen wird und dass da eben demokratische Verfassungen und freiheitliche Grundordnungen eben unter Druck geraten. Und das ist ein Punkt, an dem man dann klar machen muss, dass es sich tatsächlich um eine wehrhafte Demokratie handeln muss, die nicht nur sich darauf zurückziehen kann, dass staatliche Institutionen dieses übernehmen, sondern dass auch von den gesellschaftlichen Akteuren mit Leben gefüllt werden muss. Aber andererseits staatliche Akteure sich auch nicht zurückziehen dürfen, wie ich das auch in einem Interview des Außenministers gelesen habe, der gesagt hat, jetzt müssen die Leute mal vom Sofa runterkommen. Ja, es ist vielleicht richtig, aber natürlich sind auch die staatlichen Institutionen und die politischen Repräsentanten in erster Linie gefordert, auch die Probleme des Landes so anzupacken, dass auch bewiesen werden kann, dass die demokratischen Strukturen handlungsfähig sind und tatsächlich problemlösungsorientiert sind. Und daran fehlt es eben auch, das muss man auch kritisch sagen, an der einen oder anderen Stelle. Deshalb, meine Damen und Herren, kann ich es, denke ich, vergleichs- oder zwei Gesichtspunkte noch ansprechen. Wir haben politische Akteure, wir haben gesellschaftliche Akteure, wir haben aber auch Institutionen in diesem Land, die die demokratischen Strukturen stärken. Dazu gehört übrigens auch die oftmals in diesem Kontext völlig unterschätzte Verwaltung. Die Verwaltung ist ein demokratischer Stabilitätsanker, der nämlich sicherstellt, dass gerade wenn Politikwechsel sind, der Kollege Nacker hat das heute hier eindrucksvoll nochmal beschrieben, wenn Regierungswechsel sind, dass eben auch Grundstrukturen, auch übrigens rechtlich und demokratisch legitimierte und zu verfolgende Grundstrukturen beibehalten werden. Insofern ist auch ein, ich sag mal, respektvoller Umgang auch von politischer Seite mit all diesen Institutionen auch immer nötig. Wir sollten auch als Parteien und Fraktionen das immer im Blick haben, nicht leichtfertig Institutionen wie Gerichte, wie Verwaltung, aber auch das Parlament selbst sich unnötig zu beschädigen, sondern immer auch diesen gemeinsamen Konsens suchen und finden. Und eine abschließende Bemerkung noch zu der Frage, die eben wieder so durchgeschimmert ist bei Herrn Emden, bei Herrn Emdens Beitrag. Herr Emden, Sie haben so ausgeführt, Sie fühlten sich diskriminiert. Das bedauere ich, wenn Sie sich diskriminiert fühlen, weil ich das ich kann es aber nicht nachvollziehen. Denn gerade dieser demokratische Rahmen bietet Ihnen ja die Möglichkeit, Ihre Meinung zu äußern, sie kundzutun. Aber ich komme immer wieder auf den Punkt zurück, dass Sie sich nicht verlangen können, dass Sie das eben widerspruchslos hingenommen wird. Und ich immer wieder höre sozusagen, ach, Sie fühlen sich ja so schlecht behandelt. Wenn Sie mal, da braucht man, glaube ich, gar nicht lange zu suchen, wenn man mal schaut, wie Vertreter Ihrer Partei, Mitglieder Ihrer Partei über andere Menschen, Gruppierungen, Meinungen sprechen, dann ist das von einer Missachtung, von einem mangelnden Respekt in einer Art und Weise geprägt, der sich eben nach meinem Verständnis, meinem persönlichen Verständnis, eben nicht mehr an einem demokratischen oder einem Konsens von Demokraten orientiert, dass wir für dieses Gemeinwesen ein gemeinsames Ziel mit unterschiedlichen politischen Haltungen verfolgen. Und insofern verstehe ich da nicht immer, wie Sie dann so schnell sich zurückziehen und sich als Opfer gerieren. Das sind Sie bei weitem nicht. Sie sind diejenigen, die in vielfacher Art und Weise die politische Stimmung vergiften. Und da müssen Sie dann auch den Widerspruch ertragen.